Wenn es Schrotter waren, dann wäre es höchstwahrscheinlich ein fehlgegangener Deal sein. Das kann sehr gut sein. Also wenn wir die Theorie verfolgen wollen, müssten wir gucken, welche Deals hat er wohl mit Schrottern gemacht und nachvollziehen können, ob der letzte Deal, den er wohl anscheinend gemacht hat oder machen wollte, jetzt hier schief gegangen ist. Das ist natürlich ziemlich kompliziert, weil nur die Leute, die, naja, ihn dann getötet haben, wüssten davon und die Nachfragerei wäre schon. Sie würde wahrscheinlich bei den falschen Leuten auf die falschen Dinge stoßen, also. Wir müssten schauen, was er die Schrotter verkauft hat. Wie wäre es, wenn ich mich oder ihr euch für mich als jemanden ausgebt? Ich bin der neue Richter, der neue korrupte Richter, der in der Stadt Der in der ist. Stadt ist. Nachdem Ludwig tot ist, werde ich die Sachen in der Asservatenkammer weiter verhökern, weil ich genauso ein korruptes Schwein bin wie er. Und wir kommen mit einem Angebot auf das Kartell zu und fragen mal nach, was denn als nächstes geplant wäre zu verhökern und wie teuer sein Preis wäre. Damit haben wir zumindest, können wir uns einfach mal die Reaktion des Kartells ansehen. Und wenn sie kein Interesse haben oder auch wenn sie keine Ahnung haben, dann können wir sie ausschließen und dann bleibt in meinen Augen nur noch Richter und Chronisten übrig. Wir könnten versuchen, erstmal vorzugehen, dass wir rauskriegen, an wen er wohl verkauft hat. Ansonsten nützt uns das ja nicht, jede neue Identität. Das heißt, wir könnten nachfragen, mit wem er sich häufiger von den Schrottern getroffen hat, und zu so gucken, ob ein Anfangsbuchstabe mit dem gleichen Satz hier beginnt. So, ich habe hier noch einen Zettel gerade im Buch gefunden. Gleiche Zeit, gleicher Preis. Treffen in der Gasse bei den Teppichwebern. Darunter der Buchstabe E. Was E ist, sollten wir natürlich wissen. Die Teppichweber, sind das die bei den Jemadanern? Ist das die Gasse? Die Gasse, wo Buck das Blut gefunden hat in den Ringen. Das heißt, E wusste zumindest von einem Treffen dort. Und dann hat vielleicht E diesen anderen Leuten, die ihn dann getötet haben, etwas gesteckt. Das könnte ich mir zumindest auch vorstellen. Wenn wir von der Theorie der Liebe ausgehen, hat sie ihn nicht absichtlich etwas gesteckt, was ihn umbringen sollte. Vielleicht wurde sie selbst erpresst von ihren eigenen Abos. Egal, ich will das erstmal mit dem Kartell aufgeräumt haben. Wenn wir die Schotter auf unserer Seite wissen oder auch nicht, dann können wir uns noch einmal um die Abos kümmern oder auch nochmal um die Richter und die Chronisten. Schließen wir erstmal die Schrotter aus. Dafür. Also hier sei für Dreher gesagt, das Kartell ist Schmuggel zwar auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen Schutzgelderpressung ist das, wo das Geld herkommt, das Kartell. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal Bestechungsgeld. Ich hatte davor immer das Gefühl, dass Geld jetzt hier sehr problematisch war, weil, ja, weil wir kein Bestechungsgeld hatten. Jetzt haben wir auf jeden Fall welches. Zumindest können wir mit diesem Schreib. Könnten wir noch mal zu E gehen oder sie holen, weil wenn Ludwig sich mit E treffen wollte, dann wird entweder er oder sie das weitergesagt haben, aber ich glaube nicht, dass er so ein Treffen dann an die große Glocke hängt. Das heißt, E wird entweder diese Informationen selbst weitergegeben haben oder sie wurde mit Gewalt dazu gezwungen. Das heißt, sie hat dich angelogen, Buck. Das heißt, wir sollten sie nochmal unter unseren Bedingungen befragen. Nicht in ihrem Haus, sondern wenn sie das Haus verlässt und verfolgen. Richtig. Wenn wir Waffen am Mann haben, wenn wir ihr mal so richtig Angst machen können. Ja, zumindest wenn wir versuchen können, Fragen auszupressen und nicht nur Antworten zu bekommen. Und wie wollt ihr die Chronisten ausschließen? Dafür habe ich keine Möglichkeit. Ich gebe mich mit den Typen nicht ab. Kümmern wir uns später drum. Ich wollte sagen, da muss ich erstmal wissen, wie die überhaupt funktionieren. Das ist. So, Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Buck, traust du dich zu, dass du eh rausholen kannst? Ich gebe dir 150 Wechsel mit und du holst sie an eine Stelle, wo wir uns mit dir treffen können. Das kriegt er nicht hin. Krieg da nicht hin? Hast du ja eigentlich gesagt, dass Schlosser tot ist? Durch die Blume. Durch die Also Blume? sie weiß, dass er tot ist. Das ist ja super gelaufen. Warum hast du das gesagt?
Ich... Ganz hervorragend. Sonst hätte man vortäuschen können, dass er immer noch am Leben ist. Und hätte sie in eine Falle locken können. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ganz ausgezeichnet. Also, ich frag nochmal. Traust du dir zu, dass du eh hierher bekommst? Mir würde kein entsprechender Vorwand dazu einfallen. Ich denke, dass wir gucken müssen, dass wir den Laden beobachten und schauen, wann sie ihn verlässt. Das ist richtig gefährlich. Natürlich ist es gefährlich, es ist ja schließlich Apo-Gebiet. Ja, Dreher, Bug, los geht's. Viel Spaß bei der Observation. Also Bug, ich sag das mal so, wenn du auf dem Apo-Gebiet versuchst, gegen die vorzugehen, das ist... Selbstmord? Ich würde es nicht Selbstmord sagen, aber es ist auf jeden Fall Beihilfe zum eigenen Tod. Mit dem Überwachen ist quasi unmöglich. Was meinst du damit? Die überwachen ihr eigenes Gebiet. Und kennen sich entsprechend am besten aus. Wenn da jemand rumschnüffelt außerhalb. Man ganz schnell einen vergifteten Bolzen im Rücken. Oder wird in der Nebengasse einfach zusammengeschlagen und beraubt. Sonst wäre ich mal... Heißt das, die Apos haben irgendwie den absoluten Zusammenhalt und halten alle irgendwie zusammen und deswegen gibt es da keine Möglichkeit, da irgendwie zwischenzugrätschen? Sicherlich, also die Leichenvögel sind eine relativ große Schar tatsächlich, also... Mich interessiert einfach nur, ob sie einfach einen guten Zusammenhalt haben, denn das scheint ich gerade hier rauszuhören. Das ist aber Staubreiter, wie tatsächlich. Die Apos halten schon zusammen. Man kann natürlich dazwischen gehen, aber je nachdem, was man halt vorhat tatsächlich. Und je nachdem, wie man vorgeht. Das ist auf jeden Fall nicht leicht. Das muss hier gesagt werden, auf jeden Fall. Also scheint das die Organisation zu sein, die überhaupt den größten Zusammenhalt hat von allen, wenn ich das so richtig verstehe, bis hierhin. Die Schrift auf dem Zettel, das war seine Klaue, ne? Gleiche Zeit, gleicher Preis, das war seine Schrift. Also seine Schrift. Nein, das ist nicht seine Schrift. Das ist nicht seine Schrift. Nee. Das ist nicht seine Schrift. Ist das Schönschrift? Also jemand, der ähnlich gut schreibt wie ich, oder? Es ist auf jeden Fall von jemandem geschrieben worden, der schreiben kann. Auch wenn die Buchstaben ein bisschen abgehackt aussehen. Du darfst mir mal kurz... Ich brech gerade zusammen. Diese Nachricht kommt nicht von Ludwig, sondern diese Nachricht kommt von E. Sie ist unterschrieben von... Ich hatte gerade angenommen, dass Ludwig das geschrieben hatte. Aber wir können versuchen, eine ähnliche Schrift zu fälschen. Wir könnten noch einen anderen Weg versuchen, der nicht ungefährlicher ist, aber da die Apos einen guten Zusammenhalt haben und wir nicht wissen, wie die Strukturen aufgebaut sind und wir deswegen nicht einfach sozusagen irgendwelche Leute ansprechen können, die uns helfen sollen, weil wir höchstwahrscheinlich die Falschen ansprechen automatisch, gäbe es noch eine andere Möglichkeit und versuchen eh auf unsere Seite zu ziehen mit Argumenten. Meine Überlegung wäre, dass wir vorgeben, Ludwig zu sein und immer noch leben. Dass das eine Intrige von den Richtern ist, die ihn jetzt zu Fall bringen wollen. Ich weiß natürlich, dass Ludwig schmuggelt und dementsprechend ist es natürlich klar, dass sie ihn suchen und verfolgen. Dann kann das, was Buck ausgeplaudert hat, natürlich eine Lüge gewesen sein. Oder Buck selber wurde benutzt und wusste deswegen die Wahrheit selber nicht. Genau. Schreiben wir doch einfach mal einen Zettel. Kraklige Handschrift. Und überbringen ihn ihr über... Ja gut, tote Briefkästen kennen wir jetzt nicht. Es wird ja bestimmt ein paar Straßenjungen geben, die auch sich trauen, in ein Apo-Gebiet eine Nachricht zu überbringen. Ausgezeichnet, so machen wir es. Wir müssen nur gucken, dass wir vielleicht möglichst verschleiert sind, wenn wir die Informationen abgeben, dass das Kind uns nicht beschreiben kann. Handelt, dass wir keine Gruppe sind. Wir haben doch noch dieses Gesicht. Du hast es auch sorgsamerweise bewahrt. Ich klopfe mal gegen meinen Mantel, der immer noch blutig verschmiert ist. Ja. Oh Gott. man sieht den Doktor grinsen. Ich verstehe, was ihr vorhabt. Ich liebe diesen Plan jetzt schon. Wer von der Größe so eher auf die Statur von Schlosser... Hatte Schlosser so eine Statur wie Dreher oder so wie ich? Oder? Eher so wie du.
Ich glaube, ich sollte mich mit Dreher zusammensetzen. Er wird wahrscheinlich das technische Know-how haben, ich das medizinische. Dann fangen wir an zu werkeln. Ihr wollt also aus einem abgezogenen Gesicht jetzt eine Maske machen? Ja. Oh mein Gott. Willkommen mit den Genesis. Also sag mal so, selbst für die Genesis seid ihr eine Psychopathenrunde. Was? Zeig mal her, ich hab da mal was. Hab kleine mal Creep. Gesehen. Also der kleine Schrotter-Creep, der absolut wahnsinnige amoralische Arzt, der. Warte, ich weiß gar nicht, wie ich deinen Richter einordnen soll. Hör auf außer zu reden unter... und gib uns eine Probe. Sorry, also ich muss es gerade verdauen einfach. Auf jeden Fall bei den Genesis harte Runden gewohnt, aber ihr seid schon nochmal so eine Schippe drauf. Oh, sorry, also. Braucht dafür natürlich bestimmtes Equipment. Ja, man schaut jetzt mal nach, was man so braucht. So, man spricht noch ein bisschen jetzt hier mit Dreher. Was braucht man denn dafür, um aus diesem Hautfetzen hier eine Maske zu machen? Das ist so ähnlich wie Tierhautpräparation, habe ich mir sagen lassen. Also bestimmte Chemikalien braucht man, das weißt du auf jeden Fall, Johnny. Ja, Dreher, du weißt, was für Materialien man braucht, um das Grundgerüst zu bauen. Ist ziemlich eklig übrigens. ja. Also wenn du die Chemikalien aus dem Spital holst, dann... Also würde man Ressourcen 3 dafür reichen, um kleine Mengen der Chemikalie sozusagen zu bekommen, ohne... Du kannst einmal voll Konservierungsmittel aus der Pathologie schleppen, ohne dass jemand fragt. Ja, alle gut, Leute wissen, dass du seltsam bist. Ja, vor allem brauche ich ja nur ein kleines bisschen. Ach, es ist der Formulant Jonathan schon wieder. Der eimerweise, eimerweise Formaldehyd mitnimmt. Warum? Deswegen passt er trotzdem nicht eimerweise mit. Man will ja nicht auffällig sein. Wahrscheinlich will er mal irgendwelche Säuglinge wieder einlegen. Totgeburten. Anatomisch präpariert, dass man auch die Innereien sehen kann. Lernt man was dabei? Ja, das macht man gerne. Wie ich das sagte. Mit den Toten komme ich besser klar. Seltsamerweise die einzigen Spitalier, die wirklich gut, die keine Angst vor dir haben, sind irgendwie die Präservisten. Bei denen hast du immer so das Gefühl, dass die wahrscheinlich ähnlich viel Furcht hervorrufen wie du. Ja. Mit denen habe ich wahrscheinlich wenig Kontakt, weil mit mir will einer einfach keiner Kontakt haben. Den Präservisten auch nicht. Ja, ihr könnt euch gerne irgendwie eine kleine Werkstatt mieten für 50 Wechsel am Tag und dann bis zum Abend tatsächlich diese Maske präpariert haben, wenn ihr wollt. Ich will dafür einen Wurf auf Medizin tatsächlich von dir, Johnny, und von Drea will ich tatsächlich einen Wurf auf Handwerk. Ja, dann kombinieren wir unsere Genies. Sein handwerkliches, mein medizinisches. Mein Großvater hat mal eine Fuchspuppe gebaut. Okay. Welcher Wurf ist es welcher? Ich bin auf Medizin. Ist Handwerk und der untere ist Medizin. Okay, das sind dann 2 Trigger, 2 Erfolge Medizin. Und... 2 Trigger und 3 Erfolge. Ja, die Maske ist einigermaßen überzeugend gelungen. Sie gibt einen Bonus von +2, um vorzutäuschen, dass man ein halbtoter Richter mit dem Namen Ludwig Schlosser. Ludwig Schlosser ist, also. Ich würde empfehlen, dass du vielleicht dir, das Hemd ist ja schon blutig genug für die Aktion. Ja, du siehst auch schon allgemein geschwächt aus, die Wunde ist gut. Wenn du mir jetzt ins Bein schießt. Ich glaube, wir sollten eine Wundpräparation machen, die so aussieht, als wenn du eine Schusswunde am Bein hättest. Dann los. Ja, man wird sich mal wieder Dreher schnappen und wird sagen, so, ich werde jetzt genau beschreiben, wie das auszusehen hat. Und dann wird man sich so ein bisschen, vor allen Dingen jetzt hier, so, ja, man wird gucken, dass man hier vielleicht ein klein bisschen eingedrungenes Blut hier und da bekommt. Und dann wird man anfangen, dass man jetzt hier die Wunde ein bisschen bräunlich macht, ein bisschen anhebt, mit so ein bisschen Dreck, den man sozusagen feste macht, auf die Haut wird das in Anführungszeichen geklebt. Wie so eine Wölbung nach außen hin. So ein kleiner Vulkan.
Dreher zieht aus seinem Rucksack, aus seinem Tornister, eine kleine Tube mit Silikon und beginnt mit der Arbeit. So, dann darf mir auf jeden Fall unser Freund Dr. Johnny mal eine Probe auf Täuschung würfeln, um unser Malorn in in Ludwig zu verwandeln. Schauen wir mal nach, wie das mit der Täuschung klappt. Sehr überzeugend. Überzeugend auf jeden Fall. Im helllichten Tageslicht vielleicht nicht bei Leuten, die ihn kennen, aber sonst. Übrigens, die Maske stinkt unglaublich nach Chemikalien. Die macht dich so leicht benommen, Malorn. Du solltest die Maske nicht allzu lange tragen. Wenn du die Maske mehr als, denke ich mal, eine Stunde trägst, könnte es passieren, dass du einfach umkippst. Gut. Und wenn dir dann keiner von deinem Gesicht sieht, wirst du einfach, wird deine Lunge anfangen zu versagen und du wirst ersticken. Dann bleib einfach in meiner Nähe. Ich habe hier schon einen Brief geschrieben. Den geben wir. Entweder Buck übergibt ihn selber oder er bezahlt einen Jungen, dass er diese Nachricht dann an E weiterträgt. Wie wär's, wenn du die Nachricht übergibst? Geschwächt und aus einem Versteck heraus. Das macht ja keinen Sinn. Ich verstecke mich in der Teppichwebergasse gemeinsam mit dem Rest von uns. Ich finde die Idee von Dr. Johnny gut. Wenn sie den Jungen fragten, wird der Junge Ludwig beschreiben. Ach so, okay. Ich dachte, ich laufe jetzt so wie ich bin. Nein, du musst irgendwo hin, wo wir sozusagen jetzt hier. Pass auf, du kannst ja jetzt sozusagen irgendwie, Buck, hast du vielleicht irgendwie, oder irgendwer hat vielleicht irgendwie eine Maske fürs Gesicht und so ein Stoffteil, was man über den Kopf ziehen kann. Und damit läuft dann jetzt hier möglicherweise jemand von uns durch die Gegend und, vielleicht nicht ich, weil ich Spitalier bin, aber, und versucht jetzt hier den Jungen sozusagen zu dir zu bringen. Ja, dann suchen wir uns hier, also wir sind ja immer noch irgendwo in der Nähe, wir hatten uns eine kleine Werkstatt gemietet, dann hier suchen wir uns einen kleinen Jungen, siehst du das? Prüfen? Ja. Hier suchen wir uns einen kleinen Jungen, das heißt ich aus einer Gasse heraus, wink ihn mal ran, gib ihm 5, 6, 7, 8 Wechsel und sag ihm, überbring diese Nachricht an Elissa, den Namen kenne ich, ne? An eine rothaarige Frau, die da in dem Etablissement so und so sitzt, die mit E beginnt, soll sie die Nachricht abgeben. Genau. Der Typ an der Tür wird den Jungen sowieso nicht reinlassen, aber die Nachricht wird bestimmt bei ihr ankommen. Genau, das ist so der Auftrag, den ich dann weitergebe. Genau, der Junge soll ihr den Zettel geben, hier, und wenn er den an der Tür abgeben, er soll ihr den Zettel geben. So, der Junge du wirst den Jungen gar nicht sagen, dass er höchstwahrscheinlich gar nicht bis zu ihr kommt, das wird sich einfach so ergeben. Dann wirf bitte mal Täuschung plus 3. Malorn. So, schauen wir mal rein. Was habe ich in Täuschung? Wo ist das? Psyche 2. Und du sagst mir jetzt mal 3 Punkte zusätzlich? Ja. Ego kann er nicht ausgeben, um zusätzliche Würfel zu haben oder so. Reicht. Sieht doch gut aus. 2 Trigger, 3 Erfolge. Nice. Kein Problem. Es ist schon wahrscheinlich dunkel, als ihr das macht, also. Ja. Der Wind heult durch die Gassen. Das ist ein richtig unschöner Herbstabend. Also, wo wollt ihr euch treffen? In der Weber? In der Teppichwebergasse? Teppichwebergasse, ich vermute, das war diese hier, ja. Genau, wollt ihr euch wirklich im Yamadana-Bereich treffen? Ja, an der Teppichwebergasse, also irgendwo hier, irgendwo da, wo es noch sicher ist, an der Hauptstraße. Okay. So, dass wir da keinen Ärger kriegen. Ja, der Brief geht los auf jeden Fall. Sollte eine Weile dauern, bis er anguckt. Und ihr wartet. Wir anderen können wir sozusagen direkt in der Nähe in der Werkstatt warten. Das heißt, wir sind da in einem Haus drin, die Türen sind zu und man guckt immer sozusagen durch so einen Spalt irgendwo raus, der da irgendwo in dem Gebäude drin ist. Hauptsache, ja, genau. Wir haben doch dort sozusagen jetzt die Werkstatt angemietet. Das heißt, wir haben uns extra einen Ort gesucht, direkt neben der Werkstatt in der Nähe. Oh, ich werde jetzt so umgebracht. Genau. Buck wartet in einer Seitengasse, oberhalb vom Yamedana-Viertel. Mal Heimlichkeit von Buck, bitte. Um im Zweifel eingreifen zu können. Ja, eingreifen kann Dr. Johnny dann auch irgendwann, aber das Problem ist, er wird wahrscheinlich eher er wird sich eher so eine Schießscharte ausgesucht haben und dann dort rausschießen mit seinem Fungizidgewehr. Ich denke, die Reichweiten. Was denn?
Ja, deswegen habt ihr gesagt, in der Nähe, du sollst einfach das, den Treffpunkt da auch schon direkt in die Nähe von dem Dings gelegt haben. Von der Schießscharte. Seitdem wir ja mit Dana-Viertel schon drin, also nein. Was? Ja, okay, wo haben wir die verfickte Werkstatt jetzt? Irgendwo im Technikzentrum, im Schotterviertel. Ja, dann treffen wir uns da. Okay, ja, das ist kein Problem. Es ging wirklich darum, dass wir es in der Nähe von der Werkstatt haben, weil wir die Werkstatt jetzt sozusagen als Geheimbasis benutzen. Genau. Dann sagt er mir hier. Trefft ihr euch mit ihr. Alles klar, gut, machen wir so. Ihr wartet, der Wind weht und die Dämpfe der Maske machen dich ziemlich benommen, Malorn. Du merkst, wie deine Sicht so hin und wieder verschwimmt einfach und du ein bisschen wankst, aber ja, man kann ja standhalten. Wir will mal eine Probe auf Körper plus Härte. Körper sind 3 und Härte sind 2. Probe ist da. Okay. Buck selber hat sich in der Nebengasse versteckt. Ja, du hältst aber stand. Die Dämpfe locken dich nicht aus. Es vergeht einige Zeit. Dann hörst du über den Wind hinweg Fußgetrappel. Und eine in einen dunklen Mantel gehüllte Person biegt um die Ecke. Guckt sich um. Ich möchte das sonst beim Fungizidgewehr unter einen Reizstoff drin habe. Also nicht den tödlichen Teil. Okay. Tut was. Ja, man wartet mal ab, ob die Person jetzt auf ihn zugeht oder nicht. Das Fungizidgewehr liegt in meiner Hand und ich hoffe, dass ich es nicht brauche. Zusammengesunken an der Wand sitze ich da und würde mal ganz sanft und schwach winken. Ja, die Person hält inne und kommt dann langsam näher. Ludwig? Sie haben gesagt, du bist tot. Ich reiß ihm die Innereien raus. Bin ich tot. Also sie kommt näher und stockt dann. Kommt man mit dem Fungizidgewehr aus dem Dings raus und Gasmaske auf dem Gesicht? Du bist nicht Ludwig. Sie guckt sich um. Immer an, ihr wollt schon irgendwie den Weg abschneiden. Ja, genau. Dann tritt dann aus der Tür heraus das Fungizidgewehr auf sie gerichtet. Bitte. Ich möchte jetzt mit dem Hammer gegen die Beine schlagen. Mit Gewalt oder? Ich würde sie jetzt auch voll brechen oder so, das ist völlig okay. Okay, dann gehen wir mal kurz in die Inni. Oh, verdammt, ich bin so tot. Inni. Wie ging Inni nochmal? Psyche plus Reaktion würfeln. Wert nennen, Trigger merken. Ich möchte Ego ausgeben. 3 Stück bitte. Okay. Dann ist als erstes tatsächlich Dr. Johnny mit 4 dran. Ich verzögere. Okay, dann ist bei 3. Obwohl, nein, ich verzögere dich. Ich sage hier, legen Sie sich bitte auf den Boden. Nein, legen Sie sich auf den Boden und alles wird gut. Ansonsten gibt es Verletzte. Würfel mal dominieren. Versuchen wir sie mal zu dominieren. Schauen, ob das so klappt. Hau raus. Ach ja. Der schlechteste Wurf des Tages. 5 Erfolge. Okay. Autsch. Sie bräuchte aber mehr Erfolge als er. Jo. 3-6 ist trotzdem hart. Ja, dann in der nächsten Reihenfolge ist der Richter Malorn. Würde sie sich dem fügen? Noch nicht. Sie ist noch nicht dran. Ja, dann kriegt sie jetzt bei Mama 1 auf die Füße. Dann greif mal an. Ja. Warum verzögerst du jetzt nicht an der Stelle? Achso, ja, dann ist das natürlich. Du bist jetzt irgendwie zuerst dran, Wulfen hat das nur Stand, spielt auf das Standardsystem. Du hast recht, nee, dann verzögere ich. Dann verzögere ich so lange, bis sie handelt. Okay. Buck, willst du irgendwas machen, bevor sie was macht? Nee, ich mach das gleiche. Verzögern. Ja, man sieht auf jeden Fall, wie sie sich umsieht.
der Blick bei kurz bei Buck hängen bleibt. Verräter. Buck grinst sie nicht an, aber er schaut sie mit einem entschuldigenden Blick an. Gut, aber sonst. Sie hebt so die Hände. Ihr habt also Ludwig umgebracht? Nein. Ihr verdammten Wichser. Nein. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir versuchen, seinen Mörder zu finden. Ja, sie starrt die Totenmaske von Ludwig an, die immer noch mitten auf dem Gesicht des Richters thront. Nehme ich jetzt mal ab, weil, naja, man kriegt sowieso schlecht Luft runter. Also auch reden wir Tacheles. Wir haben seine Schatulle gefunden. Mit dem, was er besitzt hat. Darunter war ein Brief. Hörst du mir noch zu? Sie nickt vorsichtig. Ihre Augen wandern hin und her, sucht nach einer Lücke. Gleiche Zeit, gleicher Preis, Treffen in der Gasse bei den Teppichwebern. Und das hast du geschrieben. Sie hält inne, mustert dich? Das habe ich nicht geschrieben. Das hast du nicht geschrieben? Nein. Dann hat man dich benutzt. Zeig ihr den Text, dass wir die Wahrheit sagen. Ja, dann hole ich den raus. Gib ihr den. Sie nimmt den. Das bist du. Ich hab mal den. Und in der Gasse wurde er gefunden. Genau das. Bei den Jehamedanern. Unser Mann. Das ist ein abgekartetes Spiel. Unser Mann hier hat in dieser Gasse bei den Teppichwebern hat Blut gefunden. Da wurde er erschlagen. Man sieht, wie ihr Kiescher knirscht und sie den Zettel anstarrt. Ihre Hand ballt sich, das Papier zerknüllt sich dort, wo sie es anfasst. Ich hab das nicht geschafft. Es ist meine Schrift, aber ich habe das nicht geschrieben. Burn? Ja, das heißt, jemand, der euch kennt, hat diesen Brief aber geschrieben. Oder jemand, der irgendwas von euch zu schreiben bekommen hat, anscheinend. Gibt es. Nun ja. Natürlich gibt es Leute, die Schriften fälschen können, wenn sie Probeexemplare haben, aber gibt es sonst irgendwie bei euch Drogen, die so etwas machen lassen, die dich vergessen lassen oder die dich kontrollieren? Man sieht jetzt, wie Dr. Johnny das Gewehr jetzt einfach mal hochnimmt und auf den Anlegeschaft sozusagen auf den Boden stützt und das ganze Ding den Lauf gen Himmel reckt. Wir wollen nur reden. Ich habe sowieso keine Wahl. Dann verziehen wir uns nach oben in die Werkstatt. Und reden da ungestört. Ist kalt. Ihr könnt gerne nach drinnen gehen. Sie würde euch, wenn auch widerstrebend, tatsächlich folgen. Ich habe das nicht geschrieben und ich nehme auch keine Drogen. Auf jeden Fall nicht solche.